Frau Mohn stand plötzlich hinter mir. Wir gingen um die Ecke und ich sah weiter hinten Herrn Studer, der nach Bienen Ausschau hielt. Für einen Außenstehenden ist das alles natürlich gewöhnungsbedürftig. Es gibt Dinge, an die ich mich lieber nicht gewöhne. Die Therapie im Stollen ist sehr wirkungsvoll. Die Teilnehmer fühlen sich geborgen wie in einem Mutterbauch. Und was machen Sie mit jemandem, der an Platzangst leidet? Ich behandle Ängste, die einen konkreten Auslöser haben. Insekten, Ratten... Und Fotokopierer. Ein faszinierender Fall. Herr Hu glaubt, dass der Fotokopierer ein Tier ist, das ihn frisst und danach als Kopie wieder ausspuckt. Und wie geht es jetzt weiter? Ja, wir werden weiter in den Stollen vordringen. Die Gänge werden enger und niedriger, die Geräusche werden dadurch bedrohlicher, die Angst wird zunehmen. Sie müssen darauf achten, dass keiner der Teilnehmer in Panik gerät. Da hinten liegt einer! Ein Toter! Er ist gefressen worden von dem Fotokopierer! Der Tote ist eine Kopie! Blödsinn! Eine Schlange hat ihn gebissen! Ein Toter? Kein Problem, den kann man vergraben! Gemeinsam gingen wir zu der Leiche. Viel war nicht mehr von ihr übrig. Frau Mohn schluckte leer und fiel in Ohnmacht. Es schien ganz so, als hätte sie panische Angst vor Leichen. Der Stollen füllte sich mit Polizisten, die Scheinwerfer installierten, fotografierten und mit einer Videokamera alle Mäuse filmten, die im Stollen vergeblich auf Starruhm hofften. Spuren wurden auch gesichert und schließlich alle Zeugen befragt. Üble Sache, Maloney. Der Mann ist vermutlich erschlagen worden. Ich werde mit der Zeugeneinvernahme beginnen. Frauen und Privatdetektive zuerst. Also, legen Sie los, Maloney. War der Tote einer Ihrer bedauernswerten Klienten? Der Tote liegt vermutlich schon seit mehr als 2 Monaten im Stollen. Meine Klientin steht neben mir und ist quicklebendig. So ist es. Und so wird es auch bleiben. Seien Sie sich da nicht so sicher. Wer Philipp Maloney engagiert, wird früher oder später ermordet. Eher früher als später. Ich weiß mich zu wehren. Und ich möchte ein paar Sachen klarstellen. Schön der Reihe nach, Maloney. Weshalb sind Sie hier? Ich bin hier, weil mich Frau Mohn engagiert hat. Genau. Ich habe Herrn Maloney engagiert, weil vor 2 Monaten ein Teilnehmer der Expedition spurlos verschwunden ist. Was für eine Expedition? Hier, im Stollen. Expedition klingt besser als Therapie. Sie therapieren hier im Stollen Menschen und Privatdetektive. Auch Polizisten, wenn sie an Ängsten leiden. Er leidet an der Angst, eines Tages doch noch arbeiten zu müssen. Sie halten den Mund, Maloney! Ängste kann man besiegen. Das ist wahr. Ich zum Beispiel hatte früher Angst vor Hunden. Heute mag ich Hunde und Hunde mögen mich. Kein Wunder, Sie haben etwa die gleich große Hirnmasse wie ein Pudel. Es reicht, Maloney. Wenn Sie nichts Gescheites zur Aufklärung des Mordes beitragen können, dann wäre es besser, Sie würden sich in Ihrem Büro unter den Schreibtisch legen. Und jetzt noch einmal zu Ihnen, Frau Mohn. Ich habe den Mann nicht getötet. Er hieß Lauerner und er hatte Angst vor Sirenen. Sirenen? Mhm. Etwa diese griechischen Sängerinnen, die den Odysseus verführten.